Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Ganz herzlich willkommen zur Auftaktveranstaltung unserer Film- und Vortragsreihe 1916, die Großschlachten des Ersten Weltkriegs. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Steffen Bründeln, den Forschungsdirektor des Forschungszentrums für historische Geisteswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt. Wo ist er eigentlich? Okay, eben war er noch da, da kommt er ja auch schon. Hallo, guten Abend, ich habe Sie gerade begrüßt und dann etwas irritiert in den Reihen rumgeguckt. Gut, ich begrüße Professor Vinzenz Hediger vom Institut für Theater, Film und Medien, ebenfalls an der Goethe-Institut. Herrn Professor Heinz Hähnel, er ist Mitglied des Vorstands der Freunde und Förderer der Goethe-Universität. Herzlich willkommen. Und Professor Pierre Monet. Wo ist er? Auch. Ah, dahinten. Herzlich willkommen. Er ist Leiter des Institut Français d'Histoire en Allemagne. Ja, also die Großschlachten des Ersten Weltkriegs, Verdun, Somme, Skagerrak, Isonzo. 100 Jahre später zeigen wir an insgesamt 4 Abenden Kurz- und Langfilme zu diesen furchtbaren, entsetzlichen Schlachten des Ersten Weltkriegs. Filme, die, und deshalb tun wir das trotz und alledem auch mit einem gewissen Stolz und einer Zufriedenheit, die nämlich hier die Geschichts- und Filmwissenschaften in einem Kino zusammenbringen. Wir halten nämlich Film als zeithistorisches Dokument noch immer für zu entdecken und auch noch nicht ausreichend wahrgenommen, geschweige denn gewürdigt. Jeder Abend präsentiert also sozusagen beide Disziplinen, einen geschichtswissenschaftlichen Kurzvortrag, der den historischen Hintergrund beleuchtet und einen filmhistorisch-filmwissenschaftlichen Vortrag, der den Blick auf die Ästhetik, Dramaturgie und die filmgeschichtliche Bedeutung der gezeigten Filme lenkt. Ich freue mich sehr, dass Steffen Bründel heute Abend hier sozusagen den Anfang macht mit einer historischen Einführung. Er ist Experte für den Ersten Weltkrieg und ich freue mich deshalb besonders, weil ihm die Idee für diese Veranstaltungsreihe zu verdanken ist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir kennen uns schon lange, lange Zeit her und danke für Ihre Initiative, danke für Ihr Engagement, ohne dass diese Reihe nicht zustande gekommen wäre und natürlich auch danke, dass Sie Förderer mitgebracht haben, die dieses Projekt ermöglicht haben. Die Idee hat uns gleich aufhorchen lassen, denn sie schließt direkt an ein ganz, ganz wichtiges, wenn nicht das Wichtigste unserer europäischen Projekte an, nämlich EFG 1914, also im Rahmen des European Film Gateway, EFG im Internet. Wir haben als Deutsches Filminstitut dieses Projekt geleitet. Wir haben es vorangebracht. Mein Dank geht an Georg Eckers und sein Team. Immerhin haben 21 Filmarchive aus ganz Europa mehr als 700 Stunden Film und das sind ungefähr 3000 Titel aus und über den Ersten Weltkrieg digitalisiert und vor allen Dingen kostenlos, jedermann zugänglich ins Internet gestellt. Also wenn Sie gerne recherchieren würden, wenn Sie mehr Filme aus der Zeit und zwar aus allen Ländern, nicht den kriegsbeteiligten Ländern und sonstigen Ländern sehen wollen, EFG 1914 im Internet und Sie haben auch thematisch sortiert die Möglichkeit, dort Filme zu recherchieren und zu sichten. Und jeweils einen dieser Filme, die übrigens, was die Deutschen angeht, auch alle auf filmportal.de zu sehen sind, einen dieser Filme zeigen wir als Vorfilm an jedem der 4 Abende. Heute Abend werden Sie aus
in unserem Filmarchiv einen französischen Kurzdokumentarfilm über Verdun von 1916 sehen. Es ist ein Stummfilm, also wundern Sie sich nicht für diejenigen, die keine Experten sind, dass da kein Ton dabei ist. Ja, und vielleicht auch noch mal um den Link zum EFG zu machen. Wir haben aus diesen Filmen, dieser digitalisierten Filme, haben wir zwei DVDs hergestellt, die von uns kuratiert worden sind, und auf die würde ich gerne noch hinweisen, wenn Sie Interesse an diesem historischen Material haben. Diese DVDs sind unter anderem oben in unserem Museumsshop zu erwerben. Ich sagte vorhin, Steffen Bründel fängt an mit dem historischen Einführungsvortrag, sozusagen die Seite des Films beleuchtet Vinzenz Hediger, und ich denke, dass diese Kombination heute Abend, aber auch an den nächsten 3 Abenden einen besonderen Wert oder Mehrwert dieser Veranstaltungsreihe ausmacht. Dafür ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank an die Förderer. Das ist neben den Freunden der Universität auch die Pott-Stiftung, die Marga und Kurt Möllgart-Stiftung, die Bodo Sponholz-Stiftung und eben, wie gesagt, die Freunde der Universität. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Abend. Viel Vergnügen kann man angesichts des Themas nicht wünschen. Einen erkenntnisreichen Abend. Besuchen Sie vor allen Dingen diese Film- und Vorstellungsreihe möglichst häufig, um sich ein Gesamtbild über Film und die Großschlachten sozusagen zu verschaffen. Herzlichen Dank. Liebe Frau Dillmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Worte. Lieber Herr Hediger, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs. 1984 trafen sich vor den Gräbern von Verdun der damalige französische Staatspräsident François Mitterrand und der damalige Bundeskanzler Kohl. Und Sie kennen wahrscheinlich, oder viele von Ihnen werden kennen, das Bild, wo beide Hand in Hand vor den Gräbern stehen und eine Gedenkminute einlegen. Verdun ist in Frankreich und Deutschland ein besonderer Gedächtnisort, ein lieu de mémoire. Warum? Zum einen ist es die besondere historisch-symbolische Bedeutung der Stadt, die vielen von uns heute gar nicht mehr so geläufig ist. Aber 843 wurde im Vertrag von Verdun das Alte Reich, das Erste Reich, das Reich Karls des Großen aufgeteilt, und aus der westlichen Reichshälfte entwickelte sich das französische Königreich, aus der östlichen das, was später das Heilige Römische Reich deutscher Nation wurde. Und bis zum Westfälischen Frieden war Verdun wie Frankfurt freie Reichsstadt. Ab 1648 gehörte sie dann zu Frankreich. Auch die Schlacht von Verdun ist ein Symbol, nämlich ein Symbol des grausamen Stellungskrieges, der den Ersten Weltkrieg an der Westfront kennzeichnet. Sie erinnern sich, seit Herbst 1914 waren die Fronten im Westen erstarrt. Beide Seiten versuchten mit immer massiveren Angriffen doch noch den Durchbruch zu schaffen, um dabei auch alle technischen Möglichkeiten auszuschöpfen. 1916 versuchten sie diesen Durchbruch gleich mehrfach: in Verdun, am Fluss Somme in Nordfrankreich, auf See in der Schlacht am Skagerrak und in den Alpen am Fluss Isonzo. Und das sind auch genau diese drei folgenden oder insgesamt vier Themenabende, die das Deutsche Filminstitut Ihnen präsentiert. Besonders ist die Schlacht von Verdun aber auch deshalb, weil sie die längste Schlacht des Ersten Weltkriegs war. 10 Monate wurde erbittert gekämpft um wenige Quadratmeter. 10 Monate, das heißt vom 21. Februar bis zum 19. Dezember 1916. Kennzeichnend ist auch die besondere Intensität dieser Kämpfe. Auf winzigem Raum, denn die Frontlinie war nur 15 Kilometer lang. Im Schnitt wurden 6 Granaten pro Quadratmeter verschossen. Und schließlich ist die Schlacht von Verdun eine der verlustreichsten Schlachten für alle Beteiligten. Insgesamt 300.000 Tote, circa
170.000 französische Gefallene und 150.000 deutsche Gefallene. Die Schlacht war auch deshalb so verlustreich, weil Verdun eingebettet war in einen Festungsgürtel, den man in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg geschaffen hatte. Warum also erfolgte der Angriff ausgerechnet an dieser sehr befestigten Stelle? Da gibt es zwei Theorien. Zum einen gibt es die Theorie, dass die Deutschen tatsächlich einen Durchbruch schaffen wollten, um die alliierte Front aufzurollen. Und es gibt die Theorie, die vor allem der deutsche Generalstabschef von Falkenhayn nach dem Ersten Weltkrieg vertreten hat. Er habe eigentlich nur diesen für die französische Front sehr wichtigen Abschnitt besetzen wollen, damit die Franzosen gezwungen seien, sozusagen immer wieder anzugreifen und sich dadurch, Zitat, auszubluten. De facto, meine Damen und Herren, bluteten beide aus. Verdun ist ein Symbol für die Industrialisierung des Krieges. Töten am Fließband. Neue und neuartige Waffen, die entwickelt und eingesetzt wurden, wie Ferngeschütze auf Eisenbahnlafetten, Giftgas und Sprengminen. Verdun ist ein Symbol für den Kampf Mann gegen Mann. Denn immer dort, wenn es galt, Schützengräben zu erobern, dann wurde tatsächlich gekämpft mit dem Klappspaten, mit dem Bajonett oder mit selbstgemachten sogenannten Grabenkeulen. Also wir haben also eine Mischung zwischen archaischen Kämpfen und hochtechnisierten Waffen. Verdun ist ein Symbol für Zerstörung und Tod. Wenn Sie heute die Landschaften betrachten, so sehen Sie immer noch die großen Granattrichter, die zugewachsen sind, aber in ihrer Fülle unglaublich beeindruckend sind. Riesige Krater kennzeichneten damals den Frontabschnitt, Leichenberge, Massengräber, Mondlandschaften. Bedrückend ist auch, dass die Schlacht unentschieden blieb. Das ganze Sterben, das ganze Leiden umsonst. Die Schlacht war, wie auch die anderen vier Schlachten des Jahres 1916, nicht kriegsentscheidend. Warum wurde die Schlacht trotz der immens hohen Opfer auf beiden Seiten nicht früher beendet? Hier muss man leider sagen, dass nicht trotz, sondern wegen der immens hohen Opfer alle Parteien, alle Kriegsparteien, alle Regierungen der Ansicht waren, dass dieser Krieg nur durch einen Siegfrieden beendet werden könne. Man hätte einen Verhandlungsfrieden als Niederlage betrachtet. Das ist das Fatale. Denn es herrschte vor der Kult der Offensive, die Guerre à outrance auf Französisch, der Krieg bis zum Äußersten und ein Begriff, der in Deutschland nach dem Krieg entwickelt wurde, der totale Krieg. Verdun steht also auch für das Durchhalten der gemeinen Soldaten an allen Fronten und so wird das auch in der Erinnerungsliteratur kommuniziert. Und Verdun steht schließlich und letztlich für die Suche nach dem Sinn dieses Durchhaltens. Als Kohl und Mitterrand 1984 in Verdun zusammentrafen, ist es ein Ausdruck der gemeinsamen Sinnsuche. Dieses Bild, was viele von Ihnen kennen werden, beide Staatschefs Hand in Hand, ist ein emotionales, ein geschichtspolitisch wichtiges Bild. Aber es hatte keine erinnerungskulturellen Auswirkungen. Und das liegt daran, dass seit dem Ende des Ersten Weltkrieges und bis heute hat sich daran nicht viel geändert, es zwei national verschiedene Erinnerungskulturen an diesen Ersten Weltkrieg und damit auch an die Schlacht von Verdun gibt. Zwar war Verdun aufgrund der hohen Opferzahlen für beide Seiten eine Art Blutmühle, das ist der zeitgenössische Begriff, für Deutschland repräsentiert Verdun aber ein sinnloses Ausbluten der dort kämpfenden Verbände, denn der Durchbruch gelang eben nicht und der Krieg wurde bekanntlich verloren. Für Frankreich aber symbolisiert Verdun den trotz aller Verluste letztlich erfolgreichen Widerstand gegen denjenigen, der Frankreich angegriffen hatte, denjenigen, der vier Jahre lang große Teile französischen Territoriums besetzt hielt. Ils n'ont pas passé, sie sind nicht durchgekommen, ist eine der Inschriften auf einem Denkmal auch heute noch zu sehen, unweit von Verdun. So gesehen ist Verdun also ein wichtiges und positiv besetztes Ereignis des Ersten Weltkrieges in Frankreich,
im Gegensatz zu dem negativ besetzten in Deutschland. Meine Damen und Herren, damit möchte ich es bewenden lassen, diesen kleinen Parcours. Der Vorfilm, den wir jetzt zeigen und der auch schon benannt wurde, ist ein Originalfilmdokument des Jahres 1916 hier aus dem Archiv des Deutschen Filminstituts. Wir sehen Alexander, den serbischen Kronprinzen, denn Frankreich, die Alliierten, waren mit Serbien verbündet. Wir sehen in Zivilkleidung Raymond Poincaré, den französischen Präsidenten. Wir sehen General Joffre, den französischen Oberbefehlshaber in dunkler Uniform. Und etwas später auch General Philippe Pétain, der Anfang 1916 Kommandeur der französischen Truppen in Verdun wurde und dem es gelingen sollte, die französische Verteidigung von Verdun zu stabilisieren. Der Film zeigt Szenen eines Frontbesuches in Verdun im April 1916. Die französischen Zwischentitel werden in deutscher Übersetzung live eingesprochen von der Kollegin Natascha Gikas. Meine Damen und Herren, die Filmreihe beginnt. Dankeschön. Dass Steffen Bründel leitet und dass er aus lauter Bescheidenheit gar nicht so gelobt und zelebriert hat, wie das diese Struktur eigentlich verdienen würde. Das ist nämlich ein interdisziplinäres Forschungszentrum, das vor wenigen Jahren geschaffen wurde, wo im Grunde alle geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die mit historischen Fragen befasst sind, interdisziplinär zusammenarbeiten in einer Reihe von Forschungsfeldern, da entstehen Forschungsprojekte oder eben auch solche Veranstaltungen wie diese hier, die ja nun in exemplarischer Weise das Zusammengehen zwischen der Filmmedienwissenschaft einerseits und der Geschichtswissenschaft andererseits vor Augen führt. Ich will es mir nicht entgehen lassen, dem Vertreter der Freunde und Förderer auch noch für seine Unterstützung zu danken. Wir sind hier oft zu Gast, die Filmwissenschaft, namentlich im Rahmen unserer Reihe Lecture in Film, die seit 4 Jahren läuft. Und wann immer wir hier zu Gast sind als Universität, dann kommt das Rückgrat der Finanzierung von den Freunden und Förderern. Ohne die Großzügigkeit dieses Vereins wäre es uns nicht möglich, diese Schnittstelle zur universitätsnahen Öffentlichkeit hier im Filmmuseum zu schaffen, was für uns immer eine wertvolle Plattform ist. Wenn ich diesen Film, den Sie gerade gesehen haben, hätte vorstellen müssen, hätte ich wahrscheinlich über Stanley Kubricks Path of Glory gesprochen. Die Heiterkeit, mit der die Generalität diesen Anlass begeht, ist schon beeindruckend. Ebenso wie auch die Paradeformation, die Sie am Schluss gesehen haben. Militärhistorisch gesehen ist das retro-schick. Das sind die Aufmarschformationen der napoleonischen Heere. Und was Sie da gesehen haben, ist gewissermaßen eine Kitschparade von Soldaten auf dem Weg zur Front. Nicht? Also über den Film könnte man auch nochmal ein längeres Seminar machen. Aber ich erzähle jetzt was anderes. It's like writing history with lightning, soll der amerikanische Präsident Woodrow Wilson nach einer Vorführung von David Wark Griffiths Film Birth of the Nation im Weißen Haus 1915 gesagt haben. Birth of a Nation ist der erste amerikanische Langspielfilm der Geschichte und zugleich ein ziemlich rassistischer Text, der die Gründung des Ku Klux Klan und die Unterdrückung der freigelassenen Sklaven nach dem Bürgerkrieg in der sogenannten Reconstruction letztlich glorifiziert. Der Film war schon zur Zeit seiner Premiere kontrovers und das war einer der Gründe, weshalb der Film im Weißen Haus gezeigt wurde. Er basiert nämlich auf einem Roman von Wilsons Jugendfreund Thomas Dixon. Und Wilson hat sich verwendet für den Film, auch um ihn und das Buch seines Jugendfreundes Dixon zu legitimieren. Griffith selbst entwarf im Umfeld der Premiere des Films als Antwort auf die öffentliche Kritik die Vision einer Bibliothek der Zukunft. Und das ist das, was uns hier interessiert. Eine Bibliothek der Zukunft, die nicht mehr aus Geschichtsbüchern und Dokumenten besteht, sondern aus filmischen Aufzeichnungen historischer Ereignisse. Es würde reichen, so Griffith, sich diese Filme anzuschauen und aller Streit unter den Historikern über die historischen Fakten würde sich erübrigen. So, Sie wissen es, ist es nicht gekommen.
Unter anderem auch, weil bei großen historischen Ereignissen Embedded Journalism hin oder her noch nicht immer gleich eine Kamera dabei ist. Und selbst wenn das der Fall ist, dann kann man immer noch was rausschneiden oder bestimmte Dinge nicht filmen. Eine Art Substitut für Griffith Bibliothek der Zukunft stellt zumindest in Teilen das filmische Reenactment dar, das Nachstellen historischer Ereignisse für die Kamera an Originalschauplätzen mit Schauspielern oder, so diese noch verfügbar und kooperationswillig sind, mit den historischen Akteuren selbst. Die Praxis des Reenactment war im Kino schon vor Griffith, vor 1915, gut etabliert. Nachstellungen von Kaiserbesuchen mit Schauspielern, Besucher, die von Kameras direkt nicht gefilmt werden konnten und dann eben für die Kamera nachgestellt wurden, das gehört zum Repertoire des Aktualitätenkinos schon im ersten Jahrzehnt der Filmgeschichte. Der Film, den Sie heute Abend sehen werden, ist ein Reenactment von erheblich größerem Umfang. Verdun, Vision d'Histoire, ist eine Rekonstruktion oder eben ein Reenactment der Schlacht von Verdun an Originalschauplätzen unter Aufbietung von Schauspielern, aber auch unter Einbezug einer großen Anzahl von historischen Akteuren, die an der Schlacht selbst beteiligt waren. Sie werden unter anderem den General Pétain, der dann später der Maréchal Pétain wurde und als Präsident der Vichy-Republik schließlich in die Infamie geriet, werden Sie in dem Film auch sehen. Der tritt dann nochmal auf, genau auf der Treppe, wo Sie ihn auch schon da haben stehen sehen. Achten Sie auf die Treppe. Regie führte bei diesem Film Léon Poirier, geboren 1895, gestorben 1968, der eine durchaus lange und ertragreiche Karriere hatte. Zwischen 1914 und 1949 drehte er 25 Filme, von denen allerdings Verdun, Vision d'Histoire, der bei weitem bekannteste ist. Die Premiere des Films war eine Art Staatsakt, fand am 8. November 1928 in der Opéra Garnier statt, dem prachtvollsten Theaterbau der Europas, wenn nicht der Welt. Und die Anzahl der Kinopremieren, die da stattgefunden haben, lassen sich auch an einer Hand abzählen. Und die Premiere fand im Übrigen auch, und das ist bedeutsam, und Sie werden verstehen, weshalb das möglich war, wenn Sie den Film sehen, fand statt im Beisein des deutschen Botschafters. Das heißt, die ganze Operation war im Grunde auch als eine pazifistische Versöhnungsgeste gedacht, und der Film wurde entsprechend im Nachgang zur Premiere nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland im Kino gezeigt und darüber hinaus. Verdun Vision d'Histoire zählt zu den letzten großen Stummfilmen des französischen Kinos, ganz ähnlich wie Abel Gance 5,5-stündiges Hauptwerk Napoleon, der ja ursprünglich auf über 20 Stunden angelegt war. Heute würde man von einer Miniseries oder einer Quality-TV-Series sprechen. Und dann aber nicht fertig gedreht werden konnte, aus bestimmten historischen Gründen. Also wie Napoleon ist dieser Film auf die Bahn gebracht worden zu einem Zeitpunkt, wo die Entwicklung des Tonfilms vor der Tür stand, aber noch nicht Realität war. Und als der Film fertig war, war es eigentlich schon zu spät. Denn 1928, das werden die meisten von Ihnen wissen, ist das Jahr der Einführung der Tontechnik in einem breiten Umfang. Der Film ist in gewisser Weise im Moment, in dem er rauskommt, schon ein medienhistorisches Fossil. Poirier hat 1931 eine gekürzte, vertonte Version des Films noch ins Kino gebracht, aber so oder so stellt der Film medienhistorisch gesehen auch ein Monument nicht nur für die Schlacht von Verdun, sondern für die Epoche des Stummfilms dar, an deren Ende er steht. Wie weit der Film reiste, lässt sich im Übrigen auch daraus ersehen, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend als verloren galt und nur noch in Fragmenten verwendet wurde. Also die Nachstellungen waren so authentisch oder so plausibel, dass sie in diversen anderen Filmen
weiterverwendet wurden. Das ist eine ähnliche Geschichte wie die Geschichte von Riefenstahls Triumph des Willens, der in amerikanischen Propagandafilmen des Zweiten Weltkriegs zweitverwertet wurde und einem breiteren Publikum in den USA vor allem aus diesem Zusammenhang bekannt ist. Und das geschah auch mit diesem Film. Wie weit er aber gereist war, sieht man daran, dass und wie, sagen wir mal, ideologisch unverfänglich der Film offenbar eingeschätzt wurde, sieht man daran, dass die einzige vollständige Kopie, die es dann noch gab, vor etwas mehr als 10 Jahren in Moskau in einem Filmarchiv gefunden wurde. Diese Kopie wurde dann 2006 von der Cinémathèque de Toulouse gemeinsam mit dem Labor Cinema Ritrovato in Bologna restauriert. Und es ist diese Fassung, die Sie hier heute Abend sehen, also die einzige erhaltene vollständige Kopie in restaurierter Fassung. Der Film gliedert sich in 3 Teile von jeweils rund 50 Minuten Länge mit den Titeln La Force, die Kraft, L'Enfer, die Hölle und Le Destin, das Schicksal. La Force erläutert die Aufstellung vor der Schlacht auf beiden Seiten, wie es überhaupt zu den bemerkenswerten Aspekten des Films gehört, dass die französische und die deutsche Perspektive gegeneinander ausbalanciert werden. Also es gibt auch positive Helden auf der deutschen Seite. Es ist keineswegs nur so, dass die Infamie der deutschen Generalität beklagt werden würde. Das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass der Film in Deutschland nach 1933 in Fassungen, deren Umfang uns allerdings nicht bekannt ist, weiter zirkulieren konnte. Wir haben vorhin kurz gescherzt und gesagt, man kann einfach die französischen Teile rausschneiden und dann funktioniert er auch als deutscher Propagandafilm. Was möglicherweise passiert. Kann sein. Der Film verwendet, L'Enfer, der zweite Teil, schildert den Hauptteil der Schlacht, Le Destin, ihr Ende und die Folgen. Der Film verwendet neben dem Reenactment Szenen, also neben den Reenactment-Szenen, Archivmaterial von historischen Ereignissen. Einmal im Film ist auch Kaiser Wilhelm zu sehen. Zu den Reenactments gehört eben auch der bereits erwähnte Auftritt von Marschall Pétain und der eben, wie Steffen Brindl auch schon gesagt hat, in einer entscheidenden frühen Phase des Films das Dispositiv entwickelte auf französischer Seite, das es erlaubte, die Front zu halten mit dem Förderbandsystem, wo Tausende von neuen Soldaten jeden Tag da reingeschleust wurden, um sich massakrieren zu lassen. Neben den Filmaufnahmen sind in dem Film grafische Animationen von Landkarten zu sehen, die den Frontverlauf und das Schlachtgeschehen illustrieren. Das ist heute eine völlig geläufige Technik und wenn man das anschaut, ist das, nehmen Sie das ganz beiläufig wahr, stellt aber für die Zeit immer noch eine relativ aufwendige produktionstechnische Herausforderung dar. Also diese Animation herzustellen, das hat richtig Geld gekostet und zeigt, dass das eine sehr große Produktion war. Auffällig ist überdies der häufige Einsatz von Doppelbelichtungen. Tote, Abwesende entwickeln im Modus der Doppelbelichtung eine geisterhafte Präsenz. Ob es nun Frontsoldaten sind, die plötzlich wieder in Geistergestalt in ihrem Elternhaus oder im Schlafzimmer ihrer Mutter auftauchen oder das Gesicht der Mutter, das plötzlich irgendwo in einem langen Kasernengang oder Kasemattengang erscheint. Und am Ende des Films, das werden Sie sehen, erhebt sich ein unbekannter Soldat, also eine Art Monumentalstatue in Doppelbelichtung über dem Schlachtfeld. Bemerkenswert ist schließlich auch die sorgfältig komponierte Bildwirkung von Explosionen und Geschosseinschlägen auf dem Schlachtfeld. Die Explosion, wenn man so will, ist in gewisser Weise das filmische Geschehen par excellence in diesem Film. Reine Kinetik und Entropie im Bild erfasst. Explosionen sind aber nicht nur besonders anschaulich. In der Explosion tritt, wenn man so will, auch eine grundlegende Affinität von Kino und Krieg zutage, die auch in diesem Film zum Tragen kommt. Kein Muster des menschlichen Verhaltens produziert mehr Geschichten, bei denen es um Leben und Tod geht und damit um das Ganze unserer Existenz als der Krieg. Krieg ist, wenn man so will, Konflikt in reiner Form und ein dynamisches visuelles Geschehen dazu, das eben in der Explosion seine prägnanteste optische Formel findet und seine prägnanteste filmische Formel. Nicht von ungefähr heißt der Schauplatz der Schlacht ja seit Karl von Clausewitz und seinem Buch vom Kriege vom Beginn des 19. Jahrhunderts im Militärjargon Kriegstheater, Theater of War.
So wie der Krieg der Kunst dient, die Kunst aber auch immer schon in gewisser Weise dem Kriege oder dem, was der Krieg mit sich bringt. Noch heute bestellt die britische Armee in jedem Krieg, in den Großbritannien sich verwickeln lässt, einen offiziellen Kriegsmaler, der das Schlachtgeschehen auf Öl in Öl auf Leinwand für das Imperial War Museum festhält. Also es gibt auch zum letzten Irakkrieg Ölgemälde im Imperial War Museum, die man da auch besichtigen kann. Ich habe mal mit einem Archivar Streit gekriegt, weil ich das etwas lustig fand. Ehrlich. Die US-Armee, die jederzeit rund um den Globus zuschlagen kann, verlässt sich für die visuelle Chronik ihrer Kriege hingegen auf ein anderes Medium, auf den Film, auf Hollywood. Eine Kulturindustrie, die günstigerweise ebenfalls über globale Reichweite verfügt. In die Tradition der quasi offiziellen filmischen Kriegsgemälde gehört auch Poitiers aufwendiges Reenactment der Schlacht von Verdun. In gewisser Weise wie Hollywood-Kriegsfilme, aber auch ganz ähnlich wie die großen TV-Mehrteiler, die deutsche Privatsender immer wieder über historische Ereignisse wie die Bombardierung von Dresden oder die Luftbrücke von Berlin realisieren, leistet Poiriers Verdun auch das, was man als emotionale Aufräumarbeit bezeichnen könnte. Sigmund Freud spricht in seinen technischen Schriften zur psychoanalytischen Praxis von der Abfolge von Erinnern, Durcharbeiten und Wiederholen. Reenactments im Kino machen in diesem Sinne das Trauma des Krieges erfahrbar, durchfühlbar. Das Reenactment, zumal wenn es mit Archivmaterial gemischt wird, wie in Verdun, Vision de l'Histoire, übersteigt so den historischen Horizont. Es wird zu einem Monument, zum Denkmal, nicht in Form einer großen Statue oder einer Plastik oder eines Ortes, an dem man sich begibt, sondern zum Denkmal in Form einer geteilten Erfahrung. Bei einem Film wie Poiriers Verdun ist die Frage entsprechend nicht nur, ob die filmische Darstellung den historischen Fakten entspricht. Die Frage ist vielmehr auch, ob die filmische Darstellung, zumal wenn sie dann den Charakter eines Denkmals gewinnt, nicht selbst zum maßgeblichen historischen Faktum wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Sichtung dieser Vision de l'Histoire.